schneit, gibt's für den Igel kaum noch Fressen. Also sucht er im Herbst nach Schnecken, Würmern und Insekten. Er frisst und frisst, bis er endlich genug hat für eine sehr lange Zeit. Bald wird es kalt und der Igel im Wald ist für die Winterzeit bereit. Er baut sich ein Nest, wo es sich gut schlafen lässt, und dort schläft er bis in den Frühling, bis die warme Sonne ihn dann wieder weckt. Er sucht sich einen Platz, der sich eignet zum Verweilen. Zwischen Reisig und Laub, hinter Büschen oder Steinen. Und da macht er es sich schön gemütlich für eine sehr lange Zeit. Bald wird es kalt und der Igel im Wald ist für die Winterzeit bereit. Er baut sich ein Nest, wo es sich gut schlafen lässt, und dort schläft er bis in den Frühling, bis die warme Sonne ihn dann wieder weckt. Und er schläft und er schläft ohne Pause für eine sehr lange Zeit. Bald wird es kalt.